kann dann sagen, guten Abend, liebe Zuschauer. Wir sind heute zu Besuch bei Iwasee in Frankfurt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Als Vorspeise eine Auster. Die wurde mit einer Petersilie, bisschen Rettich und Zitrone garniert und auch bisschen Soße und Lauchzwiebeln. Was diese Soße war, kann ich leider nicht sagen, aber es hat einfach alles super zusammen harmoniert und es war auf jeden Fall eine Geschmacksexplosion. Also für Austernliebhaber auf jeden Fall ein Muss. Ich hatte als Vorspeise die Shiitake-Amiyaki. Das waren gegrillte Pilze. Die wurden serviert mit einer süß-säuerlichen Soße mit Schnittlauch, Frühlingszwiebeln besser gesagt. Ich fand die Kombination sehr lecker. Vor allem der Geruch hat mich sehr überzeugt. Als nächstes hatte ich die Udon-Tempura als Hauptspeise. Die Udon-Nudeln-Suppe an sich war ganz normal lecker. Was mich am meisten dann begeistert hat, war wirklich dann die Bohnen-Tempura, die habe ich noch nie gegessen. Das haben sie auch ziemlich gut gemacht. Ich hatte als Hauptspeise das Beefsteak. Ist auf jeden Fall etwas fürs Auge, denn sie wird auf einer heißen Platte serviert, die noch am Brutzeln ist. Steak wird außerdem Medium serviert, was für mich als Medium-Liebhaber optimal ist. Schmeckt hat sie mir gut, muss aber sagen, dass ein Steak im Steakhouse doch besser schmeckt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!